Ich brauche Ja, das ist ja.
weggewusst. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich heute, den Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Herrn Tshisekedi, hier bei uns ganz herzlich zu begrüßen. Es ist sein erster Besuch, naturgemäß, denn er ist erst vor kurzer Zeit gewählt worden. Wir sind uns aber schon begegnet in New York und ich glaube, wir können sagen, dass wir heute ein neues Kapitel der Beziehungen zur Demokratischen Republik Kongo aufgeschlagen haben. Deutschland hatte nicht sehr viele Aktivitäten bislang im Kongo und wir erinnern uns, dass wir einmal eine Wahlvorbereitungsmission zusammen mit Frankreich durchgeführt haben. Aber ansonsten ist das wirtschaftliche Engagement noch recht schwach und der Pfeiler, auf dem unsere Zusammenarbeit im Augenblick ruht, ist die Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland möchte deshalb aber die Beziehung zur Demokratischen Republik Kongo entwickeln. Und das ist auch deshalb möglich jetzt, weil der Präsident gleich nach seiner Amtsübernahme doch eine Vielzahl mutiger Reformen auf den Weg gebracht hat. Es gibt keine politischen Gefangenen mehr und es wird auch in die Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung, in Richtung der Bildungsaktivitäten vieles unternommen. Wir wissen, Kongo hat ungefähr so viele Einwohner wie Deutschland, ist aber 6,5-mal so groß und hat sehr, sehr unterschiedliche Gegebenheiten, ob man in der Hauptstadt Kinshasa ist oder im Osten Kongos, wo auch die Sicherheitssituation sehr schwierig ist. Gekoppelt, unser Gesundheitsminister war ja dort dann noch mit der großen Herausforderung von Ebola und deshalb wünschen wir Ihnen vor allen Dingen bei diesen Sicherheitsfragen viel Erfolg und auch bei der Frage der Bekämpfung von Ebola, wo es inzwischen sehr ermutigende Ergebnisse offensichtlich gibt. Wir haben heute verabredet, dass wir über die Entwicklungshilfe hinaus die wirtschaftliche Zusammenarbeit begleiten könnten im Blick auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Rohstoffbereich.
Wir könnten Hilfestellung leisten bei der gesamten Energieversorgung, die ein großes Problem ist im Kongo und hier ganz besonders beim Ausbau von kleinen Wasserkraftwerken. Und ich freue mich sehr, dass der Präsident während seines Aufenthalts auch ein Rundtischgespräch gehabt hat mit deutschen Wirtschaftsvertretern und wir werden versuchen, das dann auch zu begleiten, denn oft geht es ja auch um Kredite und Ähnliches. Ich begrüße sehr, dass der Präsident die Beziehung zum IWF wieder hat aufleben lassen. Der Kontakt zu den internationalen Finanzorganisationen ist deshalb so wichtig, weil das dann auch die Kreditwürdigkeit des Landes verbessert. Und ich glaube, dass wir einfach auch ein sonstiges strategisches Interesse haben, dass so ein großes Land im Herzen Afrikas wirklich sich auch gut entwickelt. Wir unterstützen und das können wir auch verstärken, die unglaublichen Naturreichtümer des Kongo und deren Erhaltung. Ich habe bei meinem Aufenthalt in New York 30 Millionen Euro für die Regenwaldgebiete des Kongo-Beckens auch von deutscher Seite zur Verfügung gestellt. Und der Präsident hat uns ermutigt, auch hier in diesem Bereich mehr zu tun und nicht nur immer an das Amazonasgebiet zu denken, sondern auch ein bisschen an Kongo und seine Nachbarstaaten, weil das die zweitgrößten Reichtümer unserer Welt sind. Alles in allem also freue ich mich sehr, dass Sie sobald nach Ihrer Amtsübernahme den Weg nicht nur nach Paris, sondern auch nach Berlin gefunden haben. Und wir werden mit Frankreich auch eng zusammenarbeiten, wenn es um die Expertise geht, die wir Ihrem Land zur Verfügung stellen können. Also noch einmal herzlich willkommen. Merci, merci, Madame. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren Journalisten. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Dieses Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, ist der Abschluss einer sehr wichtigen Reise, wirklich sehr wichtigen Reise für die Zukunft der Demokratischen Republik Kongo. Seitdem ich meine Funktion als Präsident übernommen habe, war es für mich ganz wichtig, auf die diplomatische Öffnung zu setzen, auf die außenpolitische Öffnung zu setzen, in der Hoffnung, dass das auch sich positiv auf unsere Wirtschaft auswirken wird und es dieser zu ermöglichen, die Probleme der Kongolesen besser lösen zu können. Die Situation im Kongo ist nach wie vor in bestimmten Gegenden zumindest besorgniserregend. Ich denke da vor allem an Ituri, an Nord- und Süd-Kivu und die Provinz Zentral-Kasai und Tanganyika, wo es nach wie vor Instabilitäts- und Gewaltherde gibt. In den beiden letzteren, Tanganyika und Kasai, hat das mehr mit bewaffneten Gruppen zu tun, und im Gegensatz zu Nord- und Süd-Kivu und Ituri, wo es noch mehr Gewalt gibt und wo wir noch mehr tun müssen. Und natürlich gab es diese Ebola-Epidemie mit mehr als 2000 Opfern. Aber das konnten wir bereits seit einiger Zeit sehr gut bekämpfen, nachdem Präsident Muyembe, ein international anerkannter Experte, an die Spitze eines Arbeitsstabes zur Bekämpfung von Ebola ernannt worden ist, können wir jetzt wirklich mit Genugtuung feststellen, dass diese Krankheit im Nord- und Südkivu ausgemerzt werden konnte. Es bleiben noch einige vereinzelte Fälle in Ituri. Aber wir denken, dass bis Ende des Jahres wir hier das komplett beenden können. Mit der Frau Bundeskanzlerin haben wir ebenfalls besprochen, wie sie es bereits schon gesagt hat,
nämlich das Kongo-Becken, nämlich dass wir wirklich weltweit die zweitgrößte Lunge sind. Das wird aber von der Welt meist gar nicht so gesehen, es wird eher übersehen. Wir wollten da die Aufmerksamkeit darüber lenken. Das sind nämlich die bestgeschützten Wälder. Ohne Mittel gelingt es uns hier wirklich viel zu leisten. Und ich glaube, wenn wir hier mehr Mittel hätten, können wir das noch besser tun, besser erhalten und auch diesen Trumpf noch besser nutzen zugunsten des weltweiten Klimas. Wir haben der Bundeskanzlerin auch mitgeteilt, dass wir natürlich großes Interesse und Bedarf haben an zahlreichen deutschen Investoren in den verschiedenen Sektoren, die Chancen für sie bieten bei uns in der Demokratischen Republik Kongo. Auch hier stellt sich natürlich das Problem der Glaubwürdigkeit des Kongo. Ich habe ihr versichert, dass wir hier große Anstrengungen bereits jetzt unternehmen und das auch in der Zukunft tun werden zur Verbesserung des Geschäftsumfelds und auch der Bekämpfung von Korruption und anderen Problemen und eben anderen Faktoren, die teilweise Investoren zurückschrecken lassen. Und ich bin hier wirklich voller Hoffnung und die Frau Bundeskanzlerin hat mir das selbst auch bestätigt, dass sie hier auch unsere Fürsprecherin sein wird bei den Finanzinstitutionen wie dem IWF, um zu sagen, was sie von Kongo und unseren Anstrengungen hält. Und ich habe sie wirklich auch gebeten, uns zu begleiten und zu unterstützen und jetzt nicht die zu entmutigen, die jungen Menschen im Kongo, die wirklich eine Hoffnung sind. Und auch diese politische, friedliche Machtwechsel, der stattgefunden hat in unserem Land und der es uns auch ermöglicht im Kongo, wirklich hier Schritt für Schritt in Richtung Entwicklung moderner zu gehen im Herzen Afrikas und mit doch großen Standortvorteilen, die wir haben. Und wenn wir auf diesem Weg weitermachen, bin ich mir sicher, dass wir, so wie Deutschland es in Europa ist, auch sicherlich der Motor Afrikas werden kann. Das wollte ich hier mit Ihnen teilen nach dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin, bei der ich mich herzlich bedanke für den Empfang und das köstliche Mittagessen, zu dem sie uns eingeladen hat. Vielen Dank. En costume bleu. Christian, c'est toi? Le monsieur en costume bleu. Bonjour. Guten Tag, Christian Lebesonne von Top Kongo FM. Eine Frage an die deutsche Bundeskanzlerin. Sie sagen, dass Sie zufrieden sind mit den Veränderungen, die es in der Demokratischen Republik Kongo sind und dass Sie bereit sind zu helfen. Aber jetzt auf wirtschaftlicher Ebene konkret, was kann Deutschland hier tun und was ist Deutschland bereit zu tun schon jetzt? Der Präsident hat bereits Reformen eingeleitet, wie er gesagt hat. Wie kann man jetzt hier schnell helfen? Man hat gesehen, dass IWF und die anderen Partner hier noch bestimmte Bedingungen stellen und dass das noch etwas dauern wird. Danke. Ja, es ist sicherlich auch ein Prozess, der nicht von einem Tag auf den anderen geht, aber ein guter Anfang ist gemacht. Und in Deutschland ist es ja so, dass die Unternehmen investieren. Das heißt, wir können mit den Unternehmen sprechen und bestimmte Rahmenbedingungen vielleicht auch beeinflussen, zum Beispiel die Kreditwürdigkeit, wenn wir Kredite wie Hermes-Kredite geben, dann oder Absicherungen für die Investitionen, dann ist zurzeit noch die Glaubwürdigkeit des Kongo nicht so hoch international. In dem Moment, wo sie aber mit dem IWF zusammenarbeiten, mit der Weltbank zusammenarbeiten, können wir auch die Bedingungen verbessern, zu denen wir unseren Unternehmen Absicherungen geben. Und deshalb glaube ich, ist das heute der Beginn einer neuen Geschichte, denn wir haben einen ganz geringen Wirtschaftsaustausch, nur von wenigen Millionen, also Euro oder Dollar. Und ich habe vorgeschlagen, dass in 6 Monaten ein Vertreter des Präsidenten hier zu uns zurückkommt und wir machen dann sozusagen Bilanz. Was ist seit dem Besuch, seit den Gesprächen, die der Präsident hier geführt hat, geschehen? Wo stehen wir und wo können wir eventuell helfen? Wo gibt es Schwierigkeiten?
Frank Jordans, AP. Herr Präsident, Sie haben wiederholt gesagt, dass Sie keine Marionette von Kabila sind. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu ihm beschreiben? Und was können Sie über den Fall des ehemaligen Gesundheitsministers Dr. Ilunga sagen, was für Auswirkungen das auf den Kampf gegen Ebola hat? Und Frau Bundeskanzlerin, ich würde gerne zu den neulichen IS-Rückkehrern fragen, ob Sie glauben, dass diese Personen in Deutschland wieder integriert werden können oder zumindest so überwacht, dass von ihnen hier keine Gefahr ausgeht. Ja. Jetzt zu meinem Verhältnis mit meinem Vorgänger. Da kann ich Ihnen sagen, und ohne Angst, dass man mir widerspricht, dass das sehr gut ist. Die Spekulationen, die es allenthalben gibt, kenne ich. Ich sage Ihnen, was im Kongo passiert ist Anfang des Jahres, ist historisch. Nächstes Jahr werden es 60 Jahre sein, dass der Kongo unabhängig ist. Und seit dieser Zeit haben wir nie einen friedlichen und demokratischen Regierungswechsel gehabt. Es ist also das 59 Jahre nach der Unabhängigkeit, wenn endlich dieser Machtwechsel, Regierungswechsel kommt, dann stellen sich die Menschen natürlich die Frage, ob der scheidende Präsident noch immer aktiv ist oder nicht. Denn es ist das erste Mal, dass ein scheidender Präsident im Land bleibt, dass er nicht ins Exil geht, weil er von der neuen Regierung verfolgt wird. Und nachdem das jetzt der Fall ist in unserem Land, und haben die Menschen, die Kongolesen selbst, da gibt es auch noch einige, die denken, dass das nicht stimmt, denn Kabila ist nach wie vor präsent im Kongo. Es ist sein Land, er hat auch das Recht, da zu bleiben. Und es ist auch nicht die Rolle des Präsidenten Felix Tshisekedi, ihn zu verfolgen oder zu vertreiben. Es ist nur eine Frage der Zeit, denke ich. Denn es ist ja auch meistens so, die Zeit wird diese Situation sicherlich klären und dann wird das irgendwann eine alte Debatte sein. Also was mich betrifft, also das funktioniert gut, das Verhältnis. Er hat natürlich hier große Erfahrung in den Dingen des Landes. Und wir treffen uns auch, um über die Probleme der Länder zu sprechen, über bestimmte Themen zu sprechen, wo er mehr Kenntnisse hat als ich und ich ihn daher konsultiere. Davon abgesehen sprechen wir natürlich auch von den Problemen der Koalition und was auch das Regieren des Landes angeht. Aber er weiß, dass ich das Land regiere und hält sich da auch wirklich zurück. Also als Berater quasi, den ich von Zeit zu Zeit brauche. Und das kann ich hier also ganz offen sagen und möchte mich auch bei ihm bedanken. Jetzt zu Ebola. Ich denke, die Nachrichten sind hier sehr positiv. Das habe ich bereits gesagt. Die Rolle Deutschlands war hier auch entscheidend gewesen. Denn Deutschland ist uns zu Hilfe geeilt und hat dazu beigetragen, unsere Fähigkeiten, die Krankheit zu bekämpfen, gestärkt. Jetzt ist das eine Realität. Die Krankheit ist zurückgegangen und geht immer weiter zurück bis zu ihrer vollständigen Ausmerzung. Abschließend möchte ich noch sagen, dass man keine Angst haben sollte vor den Menschen, die jetzt zurückkehren aus der Region von Beni oder Goma beispielsweise, dass sie jetzt vielleicht hier Träger dieser Krankheit sein könnten. Denn es gibt hier wirklich einen Mechanismus im Kongo und in der gesamten Region, der dafür sorgt, dass alle Menschen, egal woher sie kommen, hier einen Schnelltest machen müssen, wenn sie eben die Grenze überqueren. Es gibt also wirklich keinerlei Risiko, hier dort so neue Fälle zu bekommen. Denn bereits auch in der Region und in den Nachbarländern ist es uns gelungen, also das wirklich einzudämmen.
Und so gab es wirklich nicht viele Fälle, die dort zu beklagen gewesen wären. Also die Krankheit konnte eingedämmt werden, und zwar wirklich auf bewundernswerte Art und Weise mit den wenigen Mitteln, die wir zur Verfügung hatten. Und ich beglückwünsche wirklich die gesamten nationalen und internationalen Dienste und Stellen, die uns dabei geholfen haben, diese Krankheit zu bekämpfen. Was die aus der Türkei zurückgekehrten Personen anbelangt, so werden die in dem gemeinsamen Antiterrorzentrum der Bundesregierung mit den Ländern natürlich sozusagen eingeordnet, welche Sicherheitsbewertungen durch unsere Sicherheitsinstitutionen vorgenommen werden. Und dementsprechend wird dann auch natürlich sichergestellt, dass von diesen Personen keine Gefahr ausgeht. Das ist das Verfahren, was wir auch für diejenigen haben, die im Lande leben. Und das wird jetzt auf diese Personen erweitert und dann jeweils zugeordnet, ob Sicherheitsgefährdungen da sind. Und wenn, dann wird der normale Mechanismus angewandt. Jetzt. Voilà. Monsieur Marc de Vos, eine Frage für die Bundeskanzlerin. Das kongolesische Volk hat große Hoffnung in seinen neuen Präsidenten gesetzt. Angesichts der sehr schwierigen Zeit, die der Kongo durchgemacht hat, gibt es jetzt ein neues Verhältnis auch. Kann das kongolesische Volk jetzt wirklich beruhigt werden, um dass man sagen kann, dass Deutschland und die Europäische Union wirklich ein Partner ist der Demokratischen Republik Kongo, um das Land in seiner Entwicklung zu begleiten? Wir haben ja die Entwicklung sehr gut beobachtet, und ich kann das nur unterstreichen, was der Präsident auch selber gesagt hat. Wir bewerten auch das, was wir jetzt schon gesehen haben in den ersten Monaten an Arbeit, sehr positiv. Und deshalb habe ich gesagt, wir können von deutscher Seite ein neues Kapitel aufschlagen. Eigentlich ist es, sagen wir mal, fast das erste große Kapitel. Und ich glaube, das gilt auch für die Partner in der Europäischen Union. Wir wollen ein Partner von der Demokratischen Republik Kongo sein. Wir wissen, wie wichtig das ist, wenn man sich allein mal das Land anschaut, wie viele Nachbarn das Land auch hat. Und gerade die Ansätze des Präsidenten, mit den Nachbarn auch wieder Kontakt aufzunehmen, die Konflikte zu lösen, das alles wollen wir mit unseren Möglichkeiten unterstützen. Den Weg selber muss natürlich der Kongo mit den Menschen gehen, aber wir können helfen, und da, wo Hilfe erbeten wird, wir drängen uns natürlich nicht auf, sondern wir wollen es mit dem Kongo machen, da werden wir uns einsetzen. Damit werden nicht alle Probleme von einem Tag auf den anderen weg sein, aber es kann ein guter Anfang gemacht werden. Herr Präsident, im Moment gibt es ja viele Länder, die sich um Afrika kümmern. China ist sehr aktiv, Indien, mittlerweile auch Russland. Und jetzt auch die Europäer verstärkt, nicht nur die Franzosen, sondern auch Deutschland. Es gibt nächste Woche hier eine große Afrika-Konferenz. Können Sie uns sagen, mit welchen Partnern Sie eigentlich am liebsten zusammenarbeiten? Sie sind ein rohstoffreiches Land. Gibt es mit bestimmten Partnern möglicherweise Probleme, die Sie sehen? Also deswegen bevorzugen Sie andere. Frau Bundeskanzlerin, wäre es nicht der Zeitpunkt, Compact with Africa jetzt auch auszuweiten über die Länder, die im Moment dort enthalten sind? Denn da sind ja auch bestimmte Anreize zum Beispiel oder Absicherungen für deutsche Firmen enthalten. Ja, merci. Ja, vielen Dank. Wir haben eine multilaterale Herangehensweise an diese Frage. Wir haben hier keine Präferenzen in diesem Sinne, für wen auch immer. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir in jedem Bereich die leistungsstärksten Partner suchen. Und jetzt überlasse ich es Ihnen zu wissen, welchem Platz Deutschland hier zukommt, was die Leistungsfähigkeit angeht. Sie wissen ja, welches Interesse wir daran haben können. Ich habe also eine Politik der Öffnung zur Welt. Ich zögere nicht, überall dorthin zu gehen, wo man Interesse an meinem Land bekundet. Es gibt natürlich eine traditionelle Freundschaft und der Zusammenarbeit mit Westeuropa, Deutschland und Frankreich hier an erster Stelle zu nennen. Aber wie Sie es gesagt haben, es gibt auch andere Länder, China und seit kurzem auch Russland mit dem Russland-Afrika-Gipfel in Sochi. Auch hier wird Interesse signalisiert an unserem Land. Also ich bin da, um meinem Volk zu dienen, meinen Mitbürgern zu dienen
Und ich werde dorthin gehen, wo Ihr Interesse wirklich an erster Stelle steht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich denke, über die Zeitstrecke werden wir mit der Demokratischen Republik Kongo auch über den Compact with Africa sprechen. Das war jetzt heute beim ersten Mal noch nicht, aber das ist ja keine abgeschlossene Gruppe. Das heißt, wenn unsere Beziehungen etwas ins Laufen kommen, dann steht das jedem Land frei, aus Afrika dabei mitzuarbeiten. Und deshalb schließe ich das nicht aus. Das ist eben kein Closed Shop. Wenn der Kongo Interesse hat, werden wir das positiv prüfen. Dankeschön. Merci.